Heidi Leo, liebe Freunde von Backen ist nicht Kochen. Letzte Woche hatte ich euch gezeigt, wie man Opa-Klöße macht. Und natürlich hat nicht nur mein Opa-Klöße gemacht, sondern die Oma auch. Aber die hat andere gemacht. Sie hat nicht diese rohen Klöße gemacht, sondern die gekochten. Die hießen bei uns gesottene Klöße oder auf Platt gesottene Höbes. Und wie die funktionieren, was er dazu braucht, das seht ihr in dem Video. Ich wünsche euch richtig viel Spaß dabei. Für unsere gesottenen Höbes oder auch Klöße aus gekochten Kartoffeln, wie sie meine Oma gemacht hat, brauchen wir schlussendlich nicht wahnsinnig viel andere Zutaten als die, die ich euch in dem letzten oder vorletzten Video gezeigt hatte, die Klöße, die mein Opa gemacht hat. Und zwar brauchen wir auch hier wieder mehlig kochende Kartoffeln, dann etwas Weißbrot bzw. alte Semmeln für die Wegbröckerle oder auch Croutons innen drinne. Dann brauchen wir Ei, Mehl, etwas Kartoffelstärke und Salz. Schwefel brauchen wir diesmal nicht. Aber wir brauchen einen guten Kochwein für den Koch. Abweichend zu den Thüringer Klößen von meinem Opa, müssen wir bei denen von meiner Oma einen Tag vorher anfangen, weil wir brauchen die Pellkartoffeln durchgedrückt einen Tag vorher, damit die über Nacht noch ein bisschen ausdämpfen und abtrocknen können. Deswegen setze ich mir jetzt hier einfach einen großen Topf mit den Kartoffeln auf, klein wenig Wasser, oder was heißt klein wenig Wasser drin, und da koche ich mir jetzt erstmal die Pellkartoffeln weich, und wenn die weich sind, hole ich euch wieder dazu. Die Kartoffeln sind weich gekocht, ich habe sie abgegossen und jetzt werde ich sie heiß pellen, weil die muss man auch heiß durchdrücken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen spooky wegen der Temperatur, aber da gibt es ja Gott sei Dank so eine Gabel, die man sich dafür nehmen kann. Im Übrigen habe ich natürlich vergessen zu sagen, dass ich die genauen Mengenangaben wie immer unten unter das Video schreibe, wobei es da wirklich auf die Kartoffeln ankommt. Mit dem Mehl und der Stärke muss man dann halt ein bisschen, muss man dann einfach mal schauen. Aber ich gebe euch mal so eine grobe Mengenangabe mal mit unten unterm Video. Und wie gesagt, wenn ich jetzt hier fertig bin mit dem Schälen, dann hole ich euch zum Pressen wieder dazu. So, der Moment, wo die Oma die Pellkartoffeln gepellt hatte, es war für mich der Moment, wo ich mir immer eine stibitzt habe. Da habe ich es dann auch immer auf die Finger bekommen, aber so eine Pellkartoffel mit ein klein wenig Butter und ein klein wenig Salz drüber, was Besseres gibt es fast nicht. Wirklich lecker, aber für die Klöße brauchen wir die noch, und deswegen wird mit der Nascherei jetzt aufgehört. Und ich werde die einfach jetzt hier heiß mit dieser Kartoffelpresse in eine große Schüssel drücken. Und nachdem wir die Kartoffeln alle ausgepresst haben, geht das jetzt hier in einen kühlen Raum und hat dort bis morgen genug Zeit, um auszudämpfen. Dadurch verteilt sich die Stärke auch gleich noch ein klein wenig besser, und wir kriegen den perfekten Kloßteig hin. Die ausgepressten Kartoffeln standen jetzt also über Nacht kühl zum Ausdämpfen, aber bevor wir uns jetzt um den Teig kümmern, machen wir noch was, was in keinem Thüringer Kloß fehlen darf, und zwar die sogenannten Wegbröckerle oder auch geröstete Brotwürfel oder Brötchenwürfel. Ich habe hier, wie gesagt, Toast. Den schneide ich mir erstmal hier in dünne Streifen.
und dann anschließend in kleine Würfel. Nebenbei habe ich mir jetzt hier schon in der Pfanne ein klein wenig Butter ausgelassen und dort werde ich die dann richtig schön knusprig braun drinne braten. Kleiner Info noch zu diesen gerösteten Brotwürfeln, Brötchenwürfeln. Die sollte man nicht bei zu starker Hitze braten, weil sonst werden sie zu schnell braun. Und wichtig ist ja hier, dass die Flüssigkeit aus dem Teig, aus dem Brötchenteig entweicht. Deswegen lieber langsam bräunen und rösten, dann bleiben sie richtig schön knusprig und werden innen drinnen nicht lätschig. Nun kümmern wir uns aber wirklich um den Teig und da die Kartoffeln noch überhaupt kein Salz abbekommen haben, aber durchaus Salz vertragen, können wir hier schon mal ein klein wenig dran machen. Dann kommt hier ein klein wenig Mehl dran und dann jetzt hier erstmal ein klein wenig Kartoffelstärke. Da mit der Kartoffelstärke kann man dann nachher noch mal nachjustieren, wenn der Teig zu feucht ist und sich nicht richtig formen lässt. Aber was hier auch noch reingehört, das ist natürlich Ei. Das war auch schon der ganze Zauber. Und jetzt wird das hier zu einem richtig schönen, geschmeidigen Kloßteig verarbeitet. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich zusammenreißen muss, dass ich hier jetzt keinen Muskat dran mache. Aber würde mit Sicherheit passen. Aber die Oma hat hier mit Sicherheit niemals nicht Muskat dran gemacht. Und da ich die genauso machen möchte, wie sie die Oma gemacht hat, verzichte ich heute mal auf die Muskatnuss. Der Teig ist konsistenzmäßig wunderbar. Jetzt lasse ich den hier noch so gute 10 Minuten, Viertelstunde ruhen. Und dann können wir uns an das Klöße formen und ans Probieren machen. Während das Wasser jetzt hier heiß wird, und hier gilt im Übrigen das gleiche wie für die andere Variante der Klöße, die ich beim letzten Mal gemacht habe, das darf dann zum Schluss nicht mehr kochen, es sollte jetzt einmal aufkochen und dann mit der Temperatur runter, dass die Klöße nur noch ziehen. Da werde ich mich drum kümmern, die zu formen. Da die Oma kleinere Hände hatte als der Opa, waren auch die Klöße kleiner. Und deswegen mache ich auch hier, oder versuche zumindest, die genauso in der Größe zu machen, wie sie die Oma immer gemacht hat. Schön die Wegbröckerle rein. Der Teig ist echt perfekt. Und jetzt werden hier möglichst gleichmäßig runde Klöße gedreht. Und so werde ich jetzt hier die komplette Schüssel zu Klößen verarbeiten. So, es sind dann gute 13 Stück geworden, wobei die zwei letzten waren etwas kleiner. Wenn man sie alle ein klitzekleines bisschen größer macht, sind es ungefähr 12. Und die warten jetzt drauf, dass das Wasser richtig Temperatur hat und dann gehen sie zum Ziehen so für circa eine Viertelstunde, 20 Minuten ins heiße Wasser. Wenn die dann nach oben kommen, dann sind sie in der Regel fertig. Das dauert, wie gesagt, so ungefähr 20 Minuten. Und dann hole ich euch dazu zum Probieren. Wir haben angerichtet und natürlich so ein Kloß, nur Kloß, das geht nicht. Ich habe noch ein klein wenig Rindergulasch dazu gemacht. Denn sonst wäre die ganze Geschichte wahrscheinlich zu trocken. Aber der Star ist natürlich der Kloß mit Soße.
Und jetzt gilt es, die Sache zu probieren. Ich sag mal auf euch. Geil, wie bei Oma. Vom Geschmack her natürlich anders als die rohen Klöße. Dieses Schweflige fehlt. Konsistenz ist natürlich auch anders. Sie sind etwas kompakter, nicht so ganz so schlonzig oder schlotzig, aber nichtsdestotrotz hervorragend. Lassen sich eigentlich auch besser vorbereiten, dadurch, dass man sie, wenn man sie dann gerollt hat, noch eine Weile liegen lassen kann, bis es dann losgeht. Also wirklich perfekt, genauso wie sie die Oma gemacht hat. Habe ich als Kind auch sehr, sehr gerne gegessen. Und falls ihr Spaß an dem Video hattet, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Leute, die Glocke, schreibt mir einen Kommentar, habe ich glaube ich schon gesagt, unten rein. Und bis zum nächsten Mal bei Backen ist nicht kochen.